Und damit herzlich willkommen zurück zu Stranger Things. Wir sind im Freibad, wir sind auf der Spur, Heather zu finden. Wir wissen, dass Billy irgendwas mit dem Verschwinden zu tun hat. Da liegt ein Fisch in der Dusche, den schauen wir uns gleich an. Da muss immer noch jemand Winziges rein. Und jetzt sind wir hier in diesem geheimnisvollen Raum, der abgesperrt war. Eine Makrele. Wir mussten extra den Strom anschalten dafür und wir brauchen noch die Isolationsbrille. Das heißt, warte mal, Gegenstände können wir basteln, können wir hier Isolationsbrille im Besitz 0. Wir brauchen eine Bastelstation. Okay, okay. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Und wir gehen jetzt ganz flott nochmal aus dem Freibad raus. Weil im Hawkins Square war auf jeden Fall eine Bastelstation in Dustins Garage. Da können wir dann ganz flink die Brille herstellen, die wir brauchen für Elfie, damit sie wieder in diese Anderswelt kann, um Leute auszuspionieren. Das ist quasi Stasi Next Level, wenn du einfach nur Ruhe brauchst und einen dunklen Raum oder einfach eine Augenbinde. Ja. Wenn man das früher schon gehabt hätte, du holla die Waldfee, was wäre da los gewesen? Hätte man sich viel Zeit und Geld gespart. Aber wirklich gut wäre das auch nicht. Also nicht falsch verstehen. So, wir machen noch den Ball kaputt. Warum? Weil wir es können. Den Mülleimer, der steht da viel besser, finde ich. Das ist die Damenumkleide. Zum Glück ist in der Damenumkleide auch aktuell nichts los. Da bin ich sehr glücklich drüber. Aber man könnte hier ein paar Eimer unter diese tropfenden Dinger stellen. Bist du bereit? Ja, dreh die Dusche auf. Das Nichts. Part 2. So, oh, da oben. Durch die Tür. Okay. Wir können das sogar aufmachen. Bitte nicht! Oh nein. Blut, eine Wanne voll Eis. Boah, selbst im Nichts können wir gegen, oder müssen wir sogar gegen Ratzkis kämpfen. Das ist unschön. Oh. Oha. So, warte mal. Hier war noch ein Ekelschleim. Und ich würde mal sagen, einmal bitte Sani-Skill. Danke. Wimmer, wimmer, wimmer. Bevor die uns hinterrücks hier noch angreifen, erledigen wir sie lieber gleich. Wer weiß. Oh, Heather lebt. Bitte. Heather. Bist du das? Bitte, hilf mir! Hilf mir! Oh, oha. Okay, wir gehen mal kurz einmal hier, dass wir hier so ein bisschen... Weil sie macht, glaube ich, AOE, ne? Also... Oh, fuck! Boah, Alter. Einmal Sani, bitte. Danke, danke. Das war gerade fast ein bisschen too much hier. Aye. Heather, ich habe sie gefunden. Sie braucht unsere Hilfe. Ja gut, aber wo? Ich sah Heather bei ihrem Haus. Sie war dort. Etwas nahm sie mit. Ich glaube, sie ist... Sag das doch nicht. Wo ist ihr Haus? Wir können heute Abend bis dahin aushalten. Nein, ich wollte die Herzen noch mit einnehmen. Nein. Oh je. Okay. Codebrecher kriege. Sprich mit Steve in Scoops. Steve und Robin versuchen, hier russische Aufnahmen zu übersetzen. Wir sollten Neues erfahren. Und in Hawkins Lab einbrechen. Naja, dann gehen wir erstmal in die Mall. In die Mall again. Ah, guck mal. Den Mülleimer haben sie es wieder verrückt. Hat ihnen scheinbar nicht gefallen, dass ich den da hingestellt habe. Anscheinend sind meine Dekorationsmaßnahmen nur für Mitarbeiter nicht gewünscht. Verstehe nicht ganz, warum. Ich fand, der Mülleimer, der war dort einfach besser. Aber naja, nicht jeder hat da den gleichen Deko-Geschmack wie ich. So, dann einmal zurück in die Mall. Starcourt Mall. Und mal schauen, was die Übersetzung macht. Ob sie schon was Neues rausgefunden haben. So, Scoops Ahoy war im Untergeschoss, wenn ich mich recht entsinne. Jupp. Die Handtasche hat er gestört. Die war einfach schlichtweg im Weg. Das geht nicht. Wer lässt denn hier seine Handtaschen immer stehen? Leute,
Das macht man nicht. Sie ist schon mächtig. Habt ihr bei der Übersetzung dieser russischen Sendung Fortschritte gemacht? Tut mir leid, Dustin. Das haben wir vergessen. Ein paar Kunden kamen rein und... Steve, du kapierst das nicht. Wir reden hier von Russen. Egal, ich tue es selbst. Okay, schauen wir mal. Ich drücke einfach abspielen und ich habe ein Wörterbuch. Das ist es. Oh, das klingt wie... Serebe irgendwas. Koska Korm vielleicht? Die Silberkatze, die goldene Gans. Boah, ich weiß das echt nicht mehr. Die Silberkatze. Frist. Fast ein Treffer, aber vielleicht sollte ich mit Robin reden. Okay. War vielleicht nicht ganz richtig. Robin, sieh mal. Hier ist der erste Satz, ich habe ihn so übersetzt. Die Silberkatze frisst. Ziemlich gute Arbeit. Kleiner, ich denke, das stimmt. Silberkatze, hm. Haben nicht die Arbeiter auf der Starcode-Laderampe eine Katze auf der Uniform? Suche direkt außerhalb Starcode nach Hinweisen. Oh, jetzt müssen wir uns mit den Ivans außerhalb anlegen, oder wie, oder was? Das ist nichts gut. Wir haben schon gegen so viele Ivans gekämpft. Ich habe so das Gefühl, die haben einen unendlichen Vorrat an Ivans. Auf den Wagen kann ich hier gar nicht wegschieben. Die Silberkatze frisst. Du hast hier nichts zu suchen. Das wusste ich nicht. Bin nur ein Kind. Ist das eine Katze auf ihrer Uniform? Es ist ein Lux. Ich arbeite für die Lynx Corporation. Jetzt verschwinde. Hau ab, Zwerg. Okay. Einmal zu Steve zurück. Ich will hier nur einmal kurz reingucken, weil... Radatsky. Es gab doch hier sicherlich... Genau, dort einen Raum, den wir jetzt aufkriegen, weil wir... den Schneider, den Bolzenschneider haben. Oh. Hier, friss mein Bolzenschneider. Friss mein Bolzenschneider. Okay. Friss Strom. Boah, halten die was aus? Leute. Die halten... Alter. Emma Sani, bitte. Danke. So. Wir brauchen wieder dringend Energie. Lappen. So, oh, schau mal, da haben wir eine Reo-Rollschuh. Reo. Fast. So, dann. Ich räume hier nur ganz schnell auf. Ich finde, die haben das nicht ordentlich gemacht. Oh, was haben wir hier? Der Breakdance-Wettbewerb diese Woche wurde abgesagt. Wegen Corona. Okay. Wenigstens tagaktuell das Spiel finde ich gut. Nur das mit der Maskenpflicht haben sie noch nicht integriert. Aber das kommt bestimmt mit dem nächsten Patch. So, dann einmal zurück zu Steve. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass da tatsächlich irgendwie ein Gartenzwerg ist, weil das war jetzt so eine Tür, da hätte man nicht unbedingt rein müssen. Dadurch, dass man sie zum Zeitpunkt, wo man da questtechnisch unterwegs war, nicht öffnen konnte. Aber gut, kein Gartenzwerg für Doc Simpson. Steve, die Silberkatze ist ein Lux. Lynx Corporation. Was sagst du? Arbeitet einfach weiter an der Übersetzung. Wir müssen diesen Code brechen. Okay. Ich hoffe, sie haben jetzt ein bisschen mehr Zeit. Den Stuhl brauchst du, glaube ich, nicht, Steve, ne? Du arbeitest gerne im Stehen. Habe ich gehört. So, dann haben wir das auch abgeschlossen. Jetzt kehre zum Hawkins Lab zurück. Und brich dort ein. Gefühlt sind das alles Verbrecher, die wir hier spielen, ne? Also, wir töten irgendwelche Ivan-Russen. Wir brechen in irgendwelche Labore ein. Hawkins Labor. Schon alles sehr strange. Und vor allem brauchen wir jetzt eins. Wir brauchen langsam, aber sicher wieder ein bisschen Energie. Damit unsere Max, die Sunny... Oha, warte. So. Die Sunny-Fertigkeit weiterhin verwenden kann. Kurzschluss. Hacker erfolgreich. Die schwierigste Truhe oder Tür. Ah, okay. Oh, Radatsky.
Ich bin hier quasi auch der Gärtner. Du bist nur am Meckern. Ich schaff das auch alleine. Das kann ich nicht nein sagen. Da kann ich nicht nein sagen. Enzo ist es immer gut. Aber ein Hausfriedensbruch an einem Regennachmittag noch viel besser. Du meintest, das war kein Date. War es auch nicht. Nein. Jetzt hol den Bolzenschneider raus, damit wir hier raus können. Was kann er eigentlich? Ach, ich dachte, er kann Maschinen. Ach, Rausch. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt gehofft, dass sein Rausch, dass er jetzt irgendwie rumtorkelt, weil er betrunken ist. Hätte ein bisschen besser gepasst zu Hopper. So, Elfie. Elfie again. Oh! Wieso war die Ratte weiß? Die hat auch dezent mehr Schaden eingesteckt, oder? Voll. Schauen wir uns hier erstmal schnell um. Schau mal, die Ratten sind jetzt hier weiß. Und die hat sogar zwei Criticals gefressen, ne? Aber warte mal, wenn wir hier voll sind, dann können wir den einmal zack. Ah, wir können ja Coke trinken für Energie. Sehr gut. Das hatte ich ganz vergessen. Das heißt, im Worst Case trinken wir einfach eine Cola. Letzte Chance, machen wir das wirklich? Ich gehe erst, wenn ich weiß, dass hier alles aus ist. Mhm. Zack, zack, zack. So. Aber in das Hawkins Lab brechen wir ein, aber erst in der nächsten Folge. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.